Willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Ich habe gerade festgestellt, dass Yoshi einige Sachen hat, wo wir nicht brauchen, wo Halsbänder, wo ihn nicht passen und so. Und ja, und wir haben das bis jetzt gebunkert und gebunkert und gebunkert. Und das spielt ja hauptsächlich nur mit Kuscheltieren und nicht so mit Zersachen. Und wir haben es halt einfach behalten. Und jetzt dachte ich, warum nicht etwas Gutes tun und wir geben das an Tierheim. Und dann würde ich mal sagen, los geht's und ich zeige mal. Fangen wir mal an, ein paar Hunde und Leinen und so. Diese Flexleine habe ich von mir schon vorbestellt bekommen. Ich mag keine Flexleine, habe gleich eine Führleine so gekauft und da kommt, die hebt mir auf für Notfälle, aber die fliegt bei uns nur rum und ich mag keine Flexleine, sagen wir, komm, behalte ich sie, aber ich gebe die jetzt in Tieren, weil wir werden die eh nie benutzen und ich glaube, so Leinenhalsbänder, wie immer für Schluss. Da gibt es immer Hunde, die beißen die kaputt. Da kommen auch immer mehr Hunde zu. Und ich glaube, das können die einfach immer gebrauchen. Und deswegen hier eine Flexileine. Dann zwei Halsbänder. Ich dieses Halsband habe ich im Urlaub irgendwo gekauft. Ich finde das total schön, so schwarz. Hier mit den Steinen. Aber leider ist das hier schon so groß. Und ich hätte hier noch Löcher gemacht. Und es passt leider nicht. Und deswegen kriegt es ein Hund in seiner Größe. Dann habe ich hier noch ein Halsband. Das passt zwar Yoshi, das habe ich mal von Zooplus oder so. Für 5 oder 6 Euro. Aber es ist eben so dünn, dann habe ich Angst, dass es durchreißt. Und ich mag so Stoffhalsbänder nur so ein bisschen dicker sind. Und nicht so dünn. Deswegen glaube ich, vielleicht haben die dann kleinere Hunde, das passen oder so. Und ich glaube, die werden dazu bestimmt eine Verwendung finden. Aber ich finde das Design so knuffig. Ich sage immer, komm, das behalte ich, aber ich habe so viele Halsbänder. Und wenn ich damit was Gutes tun kann, dann. Und benutzen tun wir es ja eh nicht. Dann habe ich hier noch so ein Norvira-Geschirr, ich weiß nicht, wo es her ist. Habe ich mir irgendwo gekauft und Yoshi passt es nicht. Viel zu große schlüpft da raus. Und deswegen geht es auch an Tierheim, das Geschirr. Ich glaube, Geschirr kann man immer gebrauchen. Weiter mit Spielzeugen habe ich eine ganze Menge, Yoshi. Er spielt einfach so gerne mit Zersagen, hauptsächlich nur mit Stofftieren. Ich habe zwar ein oder zwei Bälle behalten, aber den größten Teil tut sie immer im Tierheim, weil Yoshi spielt ja nie mit denen. Falls habe ich sie immer behalten, aber spielt halt nicht damit. Deswegen brauchen wir die. Genau wie Zeri. Ich würde so gerne mit ihnen Zeri spielen, aber sie spielt einfach nicht mit Zeri. Ich habe ein Zerseil behalten. Und das ist das hier, falls er doch mal spielen will oder so. Aber ich glaube, dass er eh nicht spielen wird, aber wir haben halt nur eins. Ja, deswegen ist eben so eine Menge an Spielsachen. Weiter machen kriegt Yoshi erstmal so einen Schinkenknochen. Sollte man uns was zeigen, weil Yoshi liebt Schinkenknochen. Er kriegt da ab und zu mal. Wenn er das dann machen kann, ich würde sagen, kriegt er mal einen hier. Schau mal, dass sie den draußen fressen, Yoshi. Yoshi, guck mal, dass sie den draußen fressen. Okay, er will ihn lieber drehen. So, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich wollte euch mal kurz zeigen. Na, mal sitz. Ja, fein. Wollte ich jetzt mal sagen, los geht's. Okay, ich habe hier zwei Futterdummies, die mag ich, die benutze ich. Meistens so denke ich einfach nochmal in Ersatz oder so. Und ja, ich habe noch so viele andere Futterdummies und ich brauche einfach nicht mehr. Und deswegen habe ich hier, da waren noch so Leckerlis dabei von Animanda. Den werde ich den Tieren geben, weil ich weiß nicht, dass die Futterdummies gebrauchen können, wenn ich mache mir sonst was damit. Aber ich kann mir sonst vorstellen, die vielleicht damit trainieren oder so. Okay, die haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Ich habe schon mal gesehen, wie die damit trainiert haben und so. Und vielleicht benutzen die ja die und wenn nicht, dann machen wir sonst irgendwas damit, aber ja. Wer weiß, ich habe hier auch mal so einen. Und dann noch einen, den gab es mal von Shibo oder so. Da werde ich noch das hier abschneiden. Dieses Draht hier. Und dann geht der auch noch an Tierheim. Wenn nicht, kann man sie auch so als Spielzeug benutzen. Genau, dann habe ich hier noch ein Zerding. Das ist eigentlich so gut wie neu. Damit haben wir noch nie gespielt, weil Yoshi mag es einfach nicht. Und ich hoffe, da wäre es vielleicht ein Tier bestimmt so ein glücklicher Hund geben, wo der mitspielt. Ich habe bei uns mal, wo ich wohne, gesehen, so eine Liste, was da so steht, weil ich will jetzt nicht allen Krempel hingeben, da steht, dass ich Spielsachen und Futter und alles mögliche, also ja.
glaube, es sind auch so Spiele, viele Hunde machen die kaputt und das sind so alltägliche Sachen, die man einfach braucht. Die beiden Sachen habe ich auch noch nie mit ihm benutzt. Die hatte ich schon seit einem Jahr darum liegen. Ich habe immer probiert, mit ihm zu spielen, aber es spielt halt damit nicht. Und ja, die beiden werden es auch an einen guten Zweck kommen. Dann habe ich hier das hier. Leider spiele ich Yoshi damit auch nicht. Wer hätte es gedacht? Ich weiß nicht, wie sie das gebrauchen können. Weil ich weiß nicht, wie intensiv die sich mit den Hunden da beschäftigen. Aber mir ist es lieber, das zu geben und die brauchen es nicht, statt das irgendwo zu verkaufen, weil ich habe damit. Und vielleicht könnte ich ja gebrauchen, ich weiß es nicht. Aber es könnte dann sein, die mit den vielleicht spielen oder trainieren oder sonst irgendwas. Und halt immer so eine Frage, weil die haben da bestimmt noch andere Sachen zu tun, aber es könnte wirklich sein, die damit spielen oder das vielleicht gebrauchen können. Damit kann man gut. Ich habe jetzt keine passenden Bälle mehr, aber mit den Kong-Bällen geht das Spiel einfach nicht. Wir haben so viele und deswegen gehen die Pflanzen auch an Tierheim. Dann haben wir noch so andere Bälle, so zwei rote, so Stoffbälle. So Quietsche-Sachen, wo der auch nicht mitspielt. So eine Erdbeere, wo voll süß ist die Flasche. Genau. Und dann noch so eine Quietsche-Eis. Kann man, glaube ich, auch immer gebrauchen. Wäre das nicht. Nur kommt hier noch eine Serie. Es ist zwar schon benutzt, aber ich glaube, die können es trotzdem gebrauchen. Dann habe ich hier noch so ein Zerfleisch. Eine Frisbee. So ein Hundespielzeug, keine Ahnung. So ein Ball mit Noppen dran. Das habe ich mal bei Trixie für 5 oder 6 Euro beim Fressnapf gekauft. Fand das total toll. Und ja, mein Hund aber nicht. Ihr seht, ich habe so einige Aktionen gemacht, wo einfach ich das nicht benutzt und so. Aber hat sich dann doch, würde ich sagen, es nicht gelohnt hat, weil ja. Genau hier, damit haben wir noch nie gespielt. Aber es ist dann so dreckig, weil ich es nicht auf den Boden geschmissen habe. Und es sind draußen vergessen und ich glaube, das macht nichts aus, dass es dreckig ist, weil die freuen sich und es ist halt ein super Spielzeug. Ich habe auch schon sehr viele Hunde kennengelernt, wo sie es mögen und so. Und ich glaube, da werden die ihre Freude dran haben. Nur mein Hund ist halt davon nicht begeistert. Dann habe ich hier so ein kleines Spielzeug, was ich auch total toll finde. So ein Gummi, das kann auch im Wasser schwimmen und so. Dann habe ich hier noch sowas, riecht sogar noch nach Orange. Das ist so von so einer Dogsbox und ja. Nochmal weiter mit den Katzensachen. Also ein paar Spielsachen, weil mein Felix, er liebt Katzenminze, aber in dem Tuch, also in diesen Stinkekissen. Daran interessiert ihn es überhaupt nicht und vielleicht haben die ja dafür eine Verwendung. Ja, Felix hat immer noch so viel so ein Zeug. Er spielt damit. Er hat mal seine 10 Minuten Phase, wo er damit spielt und so, aber er macht alles kaputt. Wir haben so viele Sachen, ne? Und da geht dann einmal so ein Ball. Und so ein Kissen. Katzenkissen. Hier ist eine Rolle, sowas. Kennt bestimmt jeder Katzenbesitzer. Eine Maus. Weil mein Felix spielt total gerne mit diesen Mäusen und wir haben eine Menge davon. Und da werden die bestimmt auch glücklich sein, weil die auch einfach toll sind. Und dann hier noch die Katzenminze. Dann habe ich hier noch was und dann fehlt da das Ding, aber wo ist ja auch schon mal Tieren, die hatten da auch so ein Ding. Sowas und ein Katzenspiel können, und glaube ich, sie können das gut gebrauchen, weil der hat uns auch nicht ein Gehege drin. Nur das letzte Tierheim, weil die hat noch mega viele Katzen. So kleine Katzen, Babys. Ich glaube, die werden da dran eine Freude haben. Hier noch so ein Nerf-Ding, weil ich finde die eigentlich auch ganz cool. Das quietscht auch. Und da wird sich bestimmt auch der eine oder andere Hund seine Freude an diesem Football von Nerf haben. Eine Frisbee von Vitakraft. Irgendwie ist es voll schön, so Sachen die zu geben und so. Weiß man, was Gutes getan hat. Ich finde es irgendwie voll die coole Sache. Naja, egal.
auf jeden Fall noch so eine Gummifrisbee von Vitakraft. Kann man bestimmt auch gebrauchen. Das Produkt ist auch für Katzen. Und dann tut man so einen Stuhl. Aber Felix legt es halt nicht drauf. Und ich hatte das jetzt nicht an Tierheim gegeben. Ich habe, wo ich letztens im Tierheim war, weil ich ein paar Sachen gekauft habe und dann abgegeben habe, war es dann noch ein bisschen rumlaufen. Und da habe ich dann einen Stuhl gesehen, wo das hier dran war. Nicht genau das, aber auch so ein Kissen für einen Stuhl. Deswegen können die es anscheinend gebrauchen. Aber ich glaube, die können alles gebrauchen und freuen sich auch. Auch über die Futterdamen, die freuen sich über so alles, was sie kriegen. Und dann werde ich auch, wenn sie es abgibt, noch so Karotten geben, weil es klappt noch nicht, aber es sind so alltägliche Sachen, wo man einfach, sie verdienen ja wahrscheinlich nicht so viel. Und so Karotten für die Hasen und so. Und die haben ziemlich viele Hasenmeerschweinchen und so. Kann man einfach immer gebrauchen und so. Genau, und dann geht es auch an Tieren und so, wo Fluss so schön weiß, so flüssig, so kuschelig irgendwie. Meine Hundesachen, sie werden immer weniger und oh. Aber naja, es wird immer weniger, ich habe zu viel und Kisten werden leer, ein paar Kisten teilweise mit den Kindern. Aber gut, was soll's. So, ich habe jetzt noch drei Sachen geholt. Beim Geplänen ist die auch schon eh nie und wenn man es delten und der hat eh so viele Sachen. Okay, mittlerweile muss ich sagen, er hat kaum nur noch Stofftiere. Ich weiß nicht, warum ich den Fehler mache und immer so Sachen kaufe. Wahrscheinlich ich will spiel damit, aber spiel damit eh nichts. Und deswegen kommt das alles ins Tierheim. Noch so ein Nerf-Ding. Aber ich will so viel Geld rausgeben. Und ich wusste, das spielt nicht. Ich dachte, das spielt nicht damit. Ey, das ist doof, aber egal. Ja. Dann habe ich hier noch so ein Nerf-Quitschi-Ding. Er spielt, aber wir spielen so selten damit. Vielleicht haben wir jetzt dieses Jahr nur einmal mitgespielt. Das heißt so. Ja. Und das ist eigentlich so eine coole Sache. Das ist. Und er interessiert gar nicht. Er hat noch so einen Ring, wo die Hunde so dran kauen können und so Tennis. Und dann noch so ein Knochen. Da kann man Leckerlis, sagt auch immer, komm, da tun wir die Leckerlis dran. Dann kann er damit spielen, aber machen wird es dann endet doch nie. Deswegen geht das auch an Tierheim. Noch so Futterdosen. Ich hatte drei, aber die verträgt der Yoshi nicht. Deswegen gehen die auch an Tierheim. Was ich auch noch machen werde, von Felix und Trocken. Das Futter verträgt er zwar, da werde ich auch noch 3-4 Dosen Katzenfutter einfach noch an Tierheim geben. Pack das mal alles ein, dieser Tüte, aber ich glaube, das reicht nicht. Das weiß ich auch so mit den Tiersachen. Ich habe jetzt noch von Felix seiner Milch. Den hier, er hat jetzt die hier, da sind aber noch 5 Stück drin, also eine volle Packung. Von denen also noch 5 Stück raus, dann können da 5 Katzen noch, das sind eine kleine Mails, können 5 Katzen von noch was drin. Mal kurz zeigen, das Ding platzt gleich alles drin, die Hundespielsachen drin, die zwei Halsbänder, kleines Geschirr, dieses Ding. Die Dosenfutter und darunter sind dann nochmal alles, die ganzen Spielsachen. Ich werde dann noch eine kleine Tüte für die Hunde- und Katzendosen, wo ich noch von Felix dazu nehme. Ich wollte es nur noch so zeigen, mit einem riesen Sack. Und dann kommt noch ein kleiner Sack, wo ich dann das hier zum Reinfußen vernünftig zumachen kann, den Sack. Und noch die anderen Hundedosen. Katzendosen. Ja, mein Akku ist leer. Die muss jetzt mal aufwechseln, umlecken. Dings, wo sie wissen, was ich meine. Und dann bye bye, ich wollte es nur mal kurz gezeigt haben.